Yo, moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, lang ist es ja. Die Motivation für YouTube ist gerade sehr gering. Aber wenn ihr mehr Content von mir sehen wollt, dann kann ich euch wirklich nur meinen Twitch-Channel ans Herz legen. Dort bin ich jeden Morgen live. Dort heiße ich genauso wie hier auf YouTube. Oder wenn ihr ganz faul seid, könnt ihr auch ganz einfach in der Videobeschreibung nachschauen und auf den Link klicken. Aber quasi als kleine Entschuldigung habe ich für euch mal wieder ein absolut aufwendiges Video. Die Leute, die meine vergangenen Tipps und Tricks-Videos schon gesehen haben, die wissen ja auch, dass ich immer sehr viel Arbeit dort reinstecke und dort nicht irgendwelche Billo-Tipps nehme, sondern auch alles, vor allem auch mit Videobeispielen immer hinterlege, sodass man auch immer so gut es geht versteht, was ich meine. Und das Ganze gilt natürlich auch heute wieder dafür, wenn ich euch die 10 Tipps und Tricks für Warzone Ranked zeige. Und natürlich gilt auch heute wieder, wenn euch das Video gefallen hat oder vielleicht sogar weitergeholfen hat, dann lasst sehr gerne ein Like da und natürlich auch gerne auch noch ein Abo, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Und jetzt fackeln wir auch nicht ewig drum rum, kommen wir direkt zum allerersten Tipp. Das ist erstmal der wahrscheinlich größte Basic-Tipp, aber ich muss ihn auf jeden Fall erwähnen, falls es irgendjemand nicht machen sollte. Ihr könnt ja mal oben bei eurer Punkteanzeige sehen, wie viele Punkte ihr gerade für irgendwas bekommt. Und dort ist euch sicherlich schon aufgefallen, dass ihr für einen Assist genauso viele Punkte bekommt wie für einen Kill. Dementsprechend solltet ihr, so gut es geht, alle aus dem Team einmal mindestens auf diese Person, die jetzt gleich getötet wird, draufgeschossen haben. Also der Best Case ist, einer knockt ihn, sagt den anderen Teammates Bescheid, mit einem Live-Marker am besten auch. Der zweite schießt einfach nur einmal drauf, während er halt knockt auf dem Boden liegt. Und der dritte finisht ihn dann. Dann kriegen alle drei Personen aus dem Team genauso viele Punkte. Er ist unten! Alles schön. Ihr könnt ihn finishen, hier, finisht ihn. Genau, warte, das will ich jetzt einmal testen. Jeder einmal anschießen. Also ich habe 5 Punkte jetzt bekommen dafür. Ich auch, ja. Ich auch. Das ist natürlich schon extrem stark, aber es wird sogar noch, umso länger ihr überlebt, also ich glaube, ab der Top 15 kriegt ihr schon 7 Punkte pro Kill und auch für einen Assist. Und ich glaube, bei den letzten 3 Teams kriegt man sogar 15 Punkte pro Kill oder halt 15 Punkte pro Assist. Also vor allem die letzten Gegner solltet ihr probieren, so gut es geht, alle einmal anzuschießen. Natürlich wird es nicht immer funktionieren und gerade wird es auch immer mal eine Situation geben, wo es hektisch wird und dann schafft man das natürlich nicht immer. Aber probiert da die ganze Zeit dran zu denken und die Situation vor allem auszunutzen, wo es halt dann auch funktioniert. Das Teamplay und wie gesagt vor allem die Kommunikation ist für viele Punkte auf jeden Fall das A und O. Kommen wir zu Tipp 2 und das hat auch gleichzeitig was mit dem ersten Tipp zu tun. Denn die Gegner werden sich ja höchstwahrscheinlich auch öfter mal rausdrücken. Also es ist ja nicht immer so, dass der Gegner knockt auf den Boden liegt und sich das die ganze Zeit gefallen lässt, sondern er wird sich ja wahrscheinlich irgendwann auch rausdrücken wollen, vor allem wenn die Teammates nicht mehr in der Nähe sind. Da gibt es aber einen kleinen Trick, nämlich den Gegner verhören. Dann kann er keinen Self-Revive machen und sich auch nicht rausdrücken. Das ist aber natürlich auch ziemlich risky, deswegen solltet ihr das nur machen, wenn ihr euch ziemlich sicher seid, dass die Teammates nicht mehr in der Nähe sind oder ihr der letzte Überlebende ist zum Beispiel. Vor allem bei den letzten Gegnern, ich habe es eben gerade schon erwähnt, da kriegt man 15 Punkte allein für den Assist. Wenn ihr wisst, okay, er ist der letzte Überlebende, er hat noch Self-Revive, ihr seid 3 gegen 1, dann probiert ihn, wie gesagt, die ganze Zeit zu verhören, damit wirklich jeder aus eurem Team 15 Punkte bekommt. Die lässt man sich natürlich sehr gerne schmecken. Und als Assist zählt es, wie gesagt, sogar schon, wenn der Gegner knockt auf dem Boden liegt und man nur ein einziges Mal da drauf geschossen hat. Das gilt aber auch zum Beispiel bei Gegnern, die von anderen Gegnern genockt wurden. Also die könnt ihr auch finishen, da kriegt ihr auch einen Assist dafür. Punkt Nummer 3 ist eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache, weil ich sehr, sehr gerne alarmiert spiele. Ich weiß, die Mehrheit da draußen spielt es am liebsten Geist, weil jetzt vor allem auch die Drohnen unendlich oft am Shop kaufbar sind. Aber alarmiert habt ihr schon so unglaublich oft den Arsch gerettet. Und es ist vor allem sehr praktisch, wenn einer aus dem Dreierteam mindestens alarmiert spielt. Das hat nämlich wiederum auch 2 Vorteile. Ihr kriegt, wie gesagt, als Team mit, wenn ihr meistens auch zusammenlauft. Und das macht man ja in Ranked eigentlich die ganze Zeit. Wenn ihr von hinten anvisiert werdet, also ihr könnt nicht so oft überrascht werden. Und noch zusätzlich, wenn die Gegner mal eine Drohne poppen sollten, ist es gar nicht so schlimm, wenn ihr auf der Karte angezeigt werdet. Meistens jedenfalls, wenn ihr alle drei am Leben seid, weil die Gegner dann denken, okay, da ist jetzt ein Einzelner, den kann man einfach pushen und sie werden euch dann unterschätzen. Natürlich ist es aber auch nicht immer so, dass ihr alle drei immer am Leben seid gleichzeitig, sondern auch manchmal irgendwie weniger seid oder vielleicht möchtest du auch auf der Drohne gerade einfach nicht zu sehen sein. Dann kann ich euch, wie gesagt, meinen dritten Tipp auf jeden Fall nur empfehlen. Denn in meinem Loadout spiele ich, wie gesagt, alarmiert, aber sobald ich ein Geistpaket finde auf dem Boden, packe ich das sofort in meinen Rucksack und das findest du eigentlich schon beim ersten beliebigen Gegner, der loadout hatte. Und wenn man dann dieses Paket in seinem Rucksack hat und dann hört von dem Ansager, dass gerade eine Drohne gepoppt wurde, dann wechselt ihr einfach ganz schnell euer Perk-Paket in Geist um. Ohne die Ghosted kann er die Drohne haben. Somit habt ihr dann den Vorteil von Geist und wie gesagt, eigentlich fast jeder Spieler spielt Geist, sodass ihr auch immer dieses Perk-Paket findet. Und wenn gerade keine Drohne oben sein sollte, dann könnt ihr die ganze Zeit alarmiert spielen. Und das macht halt, wie gesagt, extrem viel Spaß und ist auch extrem stark. Tipp Nummer 4 hat auch wieder was mit dem Tipp von davor zu tun. Da ist jetzt auch nämlich auch ganz wichtig, dass ihr euer Rucksackmanagement und vor allem auch euer Perk-Paket vernünftig in eurem Rucksack angeordnet habt. Also so sortiert habt, dass ihr die ganzen Sachen, die ihr schnell braucht, auch schnell auswählen könnt. Das ist natürlich vor allem auf dem Controller wichtig, wo man halt den Cursor erst ganz links hat. Und wenn man dann irgendwie, es ist
Perk-Paket ganz rechts hat, dann kann man nicht so schnell wechseln. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr den Tipp von davor ausnutzen wollt, packt das Perk-Paket mit Geist am besten an die erste Stelle. Das macht ihr einfach, indem ihr das, was auch immer gerade an der ersten Stelle ist, aus dem Rucksack werft, euer Perk-Paket aus dem Rucksack werft, dann das Perk-Paket in den Rucksack packt und dann halt den anderen Gegenstand, der dann davor an der ersten Stelle war. Vor allem Platten bringen natürlich gar nichts an den ersten Stellen. Die sind automatisch ausgerüstet die ganze Zeit, deswegen müssen die auf jeden Fall nach hinten verschoben werden oder sortiert werden. Natürlich aber auch immer nur, wenn ihr auch definitiv Zeit dafür habt. Also mitten im Gunfight sortieren bringt natürlich gar nichts. Außerdem würde ich euch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel noch eine weitere Streak dabei habt, dass ihr die auch ganz vorne platziert. Und wenn ihr das genauso macht, wie ich es gerade gesagt habe, und ihr dann hört, dass eine Drohne oben ist, dann einfach schnell Steuerkreuz nach unten, Viereck drücken und sofort habt ihr Geist ausgerüstet. Der fünfte Tipp ist extrem wichtig. Probiert, so gut es geht, am Leben zu bleiben. Ihr kriegt so unglaublich viele Punkte, wenn ihr so lange wie möglich überlebt. Ihr kriegt ja für alle 10er Schritte, also Top 40, Top 30, Top 20 und so weiter, kriegt die ganze Zeit 10 Punkte und vor allem nochmal für Top 5, nochmal für Top 3, für Top 2 und für den ersten Platz auch nochmal jeweils Punkte. Und da ist es absolut keine Schande im Endgame, einfach mal, wenn ihr wiedergekauft worden seid oder aus dem Gulag kommt oder sonstiges, einfach mal auch mal für ein paar Minuten in der Luft zu bleiben. Das ist absolut kein Problem. Damit sammelt ihr für euer gesamtes Team extrem viele Punkte nochmal. Oder auch mal am Rand der Zone chillen, wenn ihr der letzte Überlebende seid. Ihr könnt dann eh nicht mehr so viel ausrichten, weil ihr nun mal meistens in der Unterzahl seid. Und dann könnt ihr einfach für euer gesamtes Team einfach nochmal Punkte rausholen. Alles gut, alles gut. Nein, er sieht mich da. Ja, Top 3. Ja, okay. Top 2. Mitzunehmen. Der sechste Tipp ist eine Sache, die mir auch schon so oft den Arsch gerettet hat. Macht euch eine Wasserklasse. Was meine ich damit? Macht euch am besten eine Klasse mit irgendeinem Sturmgewehr, was ihr halt gut gebrauchen könnt. Am besten die Kronen gerade zu der jetzigen Meta. Aber vor allem das Wichtige ist, dass ihr euch dort noch eine Pistole mit reinmacht. Prinzipiell ist eigentlich relativ egal, welche Pistole ihr nehmt, aber nehmt auf jeden Fall eine, mit der ihr halt gut klarkommt. Denn ihr wisst es ja sicherlich, ihr könnt mit einer Pistole unter Wasser schießen. Das geht mit den ganzen anderen Waffen gar nicht. Und ich habe schon sehr oft in Ranked erlebt, dass die Endzone zum Wasser geht. Und dann ist man aufgeschmissen, wenn man keine Pistolenklasse hat. Oder im Gegenteil ist man sehr krass im Vorteil, wenn man eine Klasse hat. Der nächste Tipp ist eigentlich auch ein allgemeiner Tipp für Warzone. War schon in Warzone 1, so auch in Warzone 2, so habe ich auch jedes Mal erwähnt. Aber ist vor allem auch extrem wichtig in Ranked, nämlich die richtige Kill-Priorität haben. Das bedeutet, dass ihr euch immer einen einzelnen rauspickt aus dem Gegnerteam und nie probiert, irgendwie 1 gegen 2 oder 1 gegen 3 gleichzeitig zu fighten. Das werdet ihr nicht gewinnen. Immer einen Gegner rauslocken und den 1 gegen 1 fighten, wegrennen von der Position, dann wieder einen 1 gegen 1 haben, aber niemals 1 gegen 2 gleichzeitig oder 1 gegen 3. Und wichtig dabei ist auch, wenn ihr in einer 1 gegen 2 oder 1 gegen 3 Situation seid, nicht immer sofort finishen. Zum einen natürlich, damit eure Teammates auch den Assist bekommen können, aber zum anderen auch, weil ihr dann einen Nachteil habt, weil ihr die ganze Zeit daran beschäftigt seid, auf die Leiche zu schießen, in der Zeit, wo der Gegner schon sehr, sehr close sein wird, weil alle in Ranked spielen eigentlich relativ nah beieinander, weil das ja auch meistens Sinn ergibt, weil es am stärksten ist. Deswegen könnt ihr euch eigentlich relativ sicher sein, wenn ihr gerade jemanden genockt habt, dass meistens dann sein Teammate in den nächsten paar Sekunden schon auftauchen wird. Da habt ihr dann keine Zeit zu finishen, sondern solltet euch sofort auf den nächsten Gegner konzentrieren. Oh mein Gott! Hier seht ihr mal so ein bisschen, was ich damit meine und was wirklich ein sehr gutes Beispiel für eine gute Kill-Prio ist. Oh mein Gott. Alter, was passiert denn jetzt? Immer einen genockt, dann schnell von der Position weggegangen, dann wieder einen genockt und das halt die ganze Zeit im besten Fall so. Der nächste Tipp ist eigentlich auch wieder relativ basic, aber den solltet ihr auf jeden Fall immer machen, denn ihr spielt ja wahrscheinlich alle hoffentlich Smoke-Granaten, die ja wirklich sehr, sehr stark geworden sind. Jetzt, wo man kein Aim-Assist mehr dadurch bekommt und auch nicht mehr markieren kann dadurch. Man sollte eigentlich relativ oft seine Smoke-Granaten stacken, also dass man nicht nur zwei hat, sondern gerne auch mal vier oder sonstiges. Wenn ihr also eine Munitionsbox habt, dann packt erstmal eure Granaten entweder in den Rucksack oder werft sie erstmal ab und dann geht ihr an die Munitionsbox, um halt alles wieder aufzufüllen. Dann habt ihr halt mehr als vorher. Oder auch folgende Situation, irgendein Teammate von euch hat gar keine Smoke-Granate in seinem Inventar gehabt, dann droppt ihr ihm auch erstmal eine, dann droppt er sie wieder und dann hat er quasi wenigstens schon mal dieses Smoke-Zeichen, sodass, wenn er jetzt an die Munitionsbox geht, dass er dann volle Granaten wieder aufgefüllt bekommt. Das geht natürlich auch mit eurer Primärgranate, Semtex oder Baller oder was auch immer ihr da spielt. Der nächste Tipp ist eine Sache, um ein bisschen Zeit zu sparen, nämlich bei Mobile-Shops. Die habt ihr sicherlich auch öfter mal dabei. Die brauchen ja unglaublich lange, bis sie ankommen und dann erstmal runtergeworfen werden und so weiter. Diese Zeit könnt ihr verkürzen, wenn ihr die einfach abschießt. Sobald der Shop in eurer vernünftigen Nähe ist, könnt ihr da einfach draufschießen, braucht auch gar nicht so viel Munition und dann kommt der extrem schnell runter und dann braucht ihr auch nicht so lange warten, bis der Shop unten ist. Kann in einigen Situationen sehr nützlich sein und vor allem könnt ihr auch Mobile-Shops von Gegnern abschießen, während die gerade auf dem Weg zu denen sind, damit die den Mobile-Shop nicht vernünftig nutzen können, beziehungsweise dass er halt völlig woanders ankommt, als er eigentlich ankommen sollte. Und der letzte Tipp ist auch ziemlich interessant, denn ihr könnt die besten Spieler eurer Lobby mit einer bestimmten Methode sehen. Dafür müsst
müsst ihr einfach nur im Spiel Start drücken oder Pause oder sonstiges. Und dann, je nachdem, welche Plattform ihr spielt, könnt ihr das aber auch rechts unten sehen, welche Taste ihr dafür drücken müsst. Drückt ihr dann halt diese Taste, was da halt steht, für Spieler melden. Bei mir ist es jetzt R3. Und diese Spieler, die ganz oben angezeigt werden, sind auch gleichzeitig die Spieler, die die besten aus der Lobby sind vom Rank her. Und wenn ihr dann auch auf dem Spieler, in meinem Fall Viereck, drückt, dann könnt ihr auch noch sehen, welcher Rang er ist. So kann man ganz gut einschätzen, ob die Lobby gerade extrem sweaty ist oder nicht. Und vor allem auch, wenn ihr zum Beispiel einen Killauftrag habt und danach gucken wollt, okay, sollte man den jetzt pushen oder nicht. Wenn ihr zum Beispiel seht, okay, das ist der Stärkste aus der Lobby, dann solltet ihr euch vielleicht nochmal zweimal überlegen, ob ihr den wirklich pushen solltet. Und der letzte kleine Bonustipp, schreibt übrigens sehr gerne Hashtag Bonus in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann seid ihr Legenden. Am Anfang von Rank gab es auch die Steine im Gulag als Zuschauer, das wurde jetzt inzwischen entfernt, aber es könnte ja sein, dass die vielleicht wiederkommen. Dann werft die Steine am besten auf die Gegner, weil wenn dieser Typ da getötet wird, kriegt ihr tatsächlich genau diese Punkte wie für einen Kill. Ihr kriegt nämlich einen Assist dafür. Ist wie gesagt ein kleiner Bonustipp, der am Anfang funktioniert hat und jetzt nicht mehr funktioniert, aber ich dachte mir, falls es vielleicht mal wieder kommen sollte, dass ihr das auf jeden Fall dann wisst. So, das war es dann auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie gesagt, vor allem auch weitergeholfen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder was ich irgendwie vergessen habe an Tipps oder so. Schickt dieses Video auch gerne euren Rankmates, damit sie auch die ganzen Tipps und Tricks natürlich auch wissen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. Haut rein.